Wir sollten aufpassen und beobachten. Ich würde sagen, wir lassen diesen Gang einfach mal aus und ziehen uns zurück in die Mitte der Tunnel, beziehungsweise in die Wohnquartiere. Wenn irgendetwas kommt, dann hören wir es ja. Aber Ja. ohne Beutax oder ohne die anderen möchte ich nicht. Ich möchte nicht von ihnen getrennt werden. Falls irgendetwas passiert und sich dieser Tunnel zusammenzieht oder so. Ja, aber ein wenig umsehen werde ich mich doch noch, solange mein Zauber noch vorhält. Ich gebe dir Rückendeckung. Närrischer Boltax, was erzählst du uns nicht? Ja, ich würde dann ein bisschen weitergehen, auch mal in andere Bereiche und mich allerdings nicht zu weit entfernen und schauen, ob sich dort irgendwas an den Strukturen verändert. Also du merkst wohl, dass tatsächlich die gesamte Höhlenoberfläche in dieses magische Licht getaucht ist. Es ist sehr, sehr schwach. Kannst du also nur mit viel Zeit sehen, aber du brauchst dadurch einfach kein Licht dann, was erhellt wird, weil die Wände einfach leuchten. Es sieht alles sehr organisch aus, die Beobachtung ist schon richtig, aber nicht dämonisch. Gut. Wenn es keine Veränderungen gibt in dem Bild, das sich mir bietet, würde ich vorschlagen, dass wir uns dann auch wieder in die Nähe der Schlafquartiere zurückziehen und dort weiter Wache halten. Ach so, was mich noch interessieren würde, ich möchte mir auch gern mal die Karren und Pferde ansehen. Die werden wir ja auch in der Nähe abgestellt haben. Hat sich an denen irgendwas verändert? Wir sind wie immer. Gut. Dann gucke ich mir aber trotzdem noch die weißen Pferde an, ob die irgendwie eine besondere Struktur haben. Das ist aber mehr so Neugier. Ja, du hattest ja schon einmal analysiert, als ihr in Pereinefurten bei euch angekommen seid. Da hatten sie das erste Mal die Pferde mit dabei, dass ihr sie ja kennengelernt, aber die sind nicht dämonisch pervertiert oder so. Das muss irgendwie hier schon lange rausgezüchtet sein, also in einer höheren Generation sein, aber. Ja, sind hübsche Tiere, unglaublich stark, gerade wenn dann auch dein Oculus abfällt und du sie wieder auf profanem Wege betrachten kannst, würden sicherlich jeden toborischen Landwirt sehr, sehr stolz machen. Vermögen, was die kosten. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Ja, das sind schon wahre Prachtexemplare. Nicht zu vergleichen mit dem Gaul, auf dem ich damals reiten gelernt habe. Nun, wahrlich nicht. Ich habe immer noch vor, wenn ich irgendwann mal ein wenig Zeit habe und all das hier etwas zukommt, mich darum zu kümmern, sie vielleicht gar zu züchten. Warum nicht? Also, solche Vielleicht mit einem Pferde. guten Schadif kreuzen? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Die sind ja sowohl als Kutsch als auch als Reitpferde sehr gut geeignet. Ja, sie haben sehr, sehr gute Ausdauer und sind gut gegen Kälte vor allem. Eigentlich die perfekten Vielleicht, Reittiere. ja, vielleicht auch mit einem dieser Kaltblüter als Ritterpferd, wenn sie so ausdauernd sind. Denn so eine Rüstung, die wiegt ja schon sehr viel. Das auf jeden Fall. Und ja, es ist unbedenklich, diese Pferde. Ich habe sie, wie gesagt, schon in einen Raya-Tempel gebracht und auch dort wurden sie untersucht und es ist nichts passiert. Das Jetzt hoffe ich nur stimmt. darauf, dass wir irgendwann wirklich ein wenig Zeit haben, dass ich mich einfach mal nach Zorgan begeben kann und meinen Pflichten als Rayani mal nachgehen kann, anstatt Paktierer zu jagen. Ich bin wirklich kein guter Rayani. Ach, sag doch so etwas nicht. Nur weil ihr bisher von den Göttern auf andere Missionen geschickt wurdet. Nun, Raya ist eigentlich eher weniger kriegstreiberisch als andere. Das schon, aber ihr tut ja auch einen Dienst an der Harmonie der Welt. Ja, aber ich denke, es ist auch gut, ab und zu Zweifel zu haben, um sich selbst zu kontrollieren, dass man nicht außer Kontrolle gerät. Ach, wie Da viele habt ihr sind schon dem wahrscheinlich recht. Feind gefallen, nur weil sie gute Vorsätze hatten und es zu weit getrieben haben, nicht wahr? Da mögt ihr recht haben, ja. Das beste Beispiel ist Hafax. Ja. Fax. Gut, wir sollten zurückgehen. Ja, das sollten Nachdem ihr die Und Stunden geschlafen habt, kann Boltax euch wieder wecken mit seinem erratischen Schlafzyklus, den er wohl unter den Tagen, unter den Bergen wieder entwickelt hat.
die er dann auch recht schnell wieder eingesetzt hat, sodass er dann nach 6, 7 Stunden auch ohne Licht wieder aufsteht. Und ihr habt alle dieses Mal sehr gut genächtigt auf diesen Pilzbetten. Die Regeneration wäre tatsächlich 1W6 plus 2. Das gilt nicht für ASP. ASP werden normal regeneriert, aber Lebenspunkte wären plus 2. Interessiert euch, glaube ich, nicht. Und so könnt ihr euren Weg weiter fortsetzen. Entlang an den Wohnkomplexen, die ihr ja schon jetzt zu Genüge gesehen hattet, könnt ihr dann wieder die Pferde draußen anspannen und die Streitwagen, den Karren dann wieder so wohnbar machen, dass ihr die großen Straßen wieder entlang fahren könnt. Oder reiten. Irgendwas, worüber ihr euch unterhalten mögt. Über Pilze. Nun, Eldan, sagt einmal, ich mache mir schon seit 2 Tagen Gedanken, aber mir und Iserun ziehen noch dauernd Licht aus ihren Zauberstäben heraus. Was denkt ihr darüber? Und einerseits ist es natürlich und ohne jede Frage Zauberei, aber andererseits bringt es doch Licht an finstere Orte. Eine interessante Ansichtsweise. Ihr habt natürlich nicht Unrecht. Obwohl Magie natürlich in ihrer Gänze nicht abzulehnen ist, aber doch stark zu regulieren. Stark zu regulieren. Obwohl auch ich hier ihren Nutzen erkenne. Gerade ihr, denke ich doch wohl. Wenn ihr euch noch an unsere gemeinsamen Zeiten erinnert, wisst ihr ja vielleicht auch, dass ich trotz meiner magischen Kräfte diese eher einsetzt. Nur wenn es von absoluter Wichtigkeit. Das wohl. Aber Licht bringt uns doch gar weiter in diesen Tagen. Ich werde dazu eine Abhandlung schreiben. Möchtet ihr euch beteiligen? Das Schreiben ist doch euer Fachgebiet. Ich werde sie mit größtem Vergnügen lesen. Ich bin mir sicher. 25 bis 40 Seiten, eine kurze Einleitung und dann. Ah, vielleicht können wir Frau Löffel-Spogelsen dazu mal befragen. Ich bin mir sicher, sie hat einige einzigartige Ansichten dazu. Ja, wir werden abgehängt. Gehen wir weiter. Ja, natürlich. Ja, wenn ja, und dann gibt es den Rettichfärbling und den kuhbraunen Färbling und den Bocksdickfuß. Den darfst du aber nicht verwechseln mit dem lila Dickfuß oder dem strohgelben Klumpfuß. So könnt ihr den Zwergenwegen über Gruppe Horne Steine folgen und an den Werkhallen vorbei in Richtung der großen Hallen. Ja, die Wohnkomplexe lasst ihr irgendwann hinter euch. Beutags, du weißt natürlich, dass sie dann um die eigentlichen Hallen des Zwergenkönigs dann angelegt worden sind. Erstrecken sich dann sicherlich über viele Meilen dann in den Berg hinein. Könnte man dann von den großen Mauern wohl auch noch sie aufsuchen, wenn man das dann möchte. Aber auch die Werkhallen könnt ihr dann mit den großen Kaminen und den Arbeitsplätzen dann hinter euch lassen, wo dann die Grobschmiede das Ganze in eine Form gegossen haben, mit den Silberresten, ein kleiner Silberstaub, den du hier auch noch riechen kannst. Und noch etwas anderes, ein feiner Kristallstaub. Dann könnt ihr an den Vorratshallen entlangfahren, die groß genug sind, um ein Geräter Stadthaus mitsamt den Stallungen darin zu beherbergen. Aber hier liegen dann nur die, vor allem so ein bisschen Kohlestaub, Zwergenkohle, also Brennmaterialien, was hier in den Vorratshallen gelagert worden ist. So ein bisschen Ölfilm, irgendwelche verrottenden Fässer, die du noch hier erkennen könntest oder die ihr dann noch sehen könnt. Also hier an dieser Stelle noch keine Essensvorräte, sondern die würden dann lagern in den Wohnkomplexen. Hier also nur die Vorratshalle für die Handwerksmaterialien, auch alles eingekreidet mit Zwergenruhen, die ihr hier dann irgendwie lesen könnt in Rogolan und in Angram, also sowohl der profanen als auch der heiligen Sprache. Und auch an den Schatzlagern vorbei. Boltax hatte euch eventuell schon einmal erzählt, dass es nicht wichtig ist, wer den Schatz besitzt, sondern nur, wer ihn geborgen hat. Das heißt, es ist nur wichtig, welche Familie dann auf diese Ader getroffen ist und wer sie dann abgebaut hat, aber nicht, wo dann das Ganze lagert. Deswegen gibt es auch keine Türen. Und das alles ist so kunstfertig im Sinne des Herrn Angrosch geschaffen. Denn es ist ja der
Besitztum der ganzen Zwergenheit und letztlich des Herrn Amgrosch. Mhm. Ja, ja, sicher. Sehe ich eigentlich diesen Kristallstock? Kann man ihn erkennen? Es ist ein feiner Glanz, der in der Luft liegt. Es könnte Silber sein, es könnten Kristalle sein. Wäre eine Kristallographieprobe. Ich habe keine Kristalle. Dann hast du keine Ahnung. Kristallzucht. Ich würfel mal pro forma. Was glänzt hier so merkwürdig? Ich habe keine Ahnung. Riecht nach Silber. Könnte Silber sein. Gibt es diesen auch flüssig oder in sehr feiner Form? Naja, wenn es ursprünglich zerstäubt worden ist in den Prozessen, weil man damit irgendetwas besonders dünn beschichtet auftragen wollte. Eine interessante Idee. Manche Wesen reagieren ja allergisch auf Silber. Meint ihr, man könnte Silber so fein zerreiben, dass man ihn in eine Art Blase bald vielleicht reintun könnte? Das wäre eine hervorragende Waffe, eine Odin-Waffe, könnte man sagen. Wäre durchaus wahr. Interessant. Das würde sogar mit. Ja, eventuell würde das funktionieren. Wieder einmal wird euer Gespräch abgebrochen, als ihr mit der Geschwindigkeit eurer Pferde und dem Karren dann aus der Höhle hinausfahrt. Der Gang öffnet sich, wird breiter und breiter, höher und dann ist er irgendwann weg. Ihr könnt sehen und spüren, wie sich kalte Luft euch entgegenschneidet, es regnet und plötzlich steht ihr in einer riesigen Schlucht, die sich nach oben an den Bergen entlang windet. Schwarzes Gestein, ihr seid irgendwo mitten in den Tollzacken und ihr könnt erkennen, dass Schnee von oben teilweise so ein bisschen herunter nieselt, so Schneeregen. Es ist echt kalt, unangenehm kalt. Ihr steht auf einer unglaublich hohen Brücke, die sich jetzt durch diese Schlucht windet. Auf der einen Seite kommt ihr gerade hinaus, ihr könnt links und rechts neben euch riesige Zwergenstatuen erkennen und auf der anderen Seite, sicherlich 100, 150 Schritt entfernt, dann geht es wieder hinein in den Berg. Ha, wir sind draußen. Ja. Ach, endlich. Für den Moment. Echtes Licht. Wieso für den Moment? Seht ihr eine andere Möglichkeit, weiterzukommen, als weiter geradeaus zu gehen? Es gibt immer einen Haken. Oh, seht es eher als Chance. Die Schlucht sieht recht tief aus. Was wollt ihr damit sagen? Ja, wenn wir dort runterfallen. Vielleicht war das einfach ein Kommentar, so wie: Der Wald ist alt. Bin ich der Einzige, der diese Brücke ominös vorkommt. Ich würde gerne mal mir die Zwergenstatuen genauer anschauen. Rechts und links vom Eingang stehen. Kannst du machen. Sie sind noch ganz, wenn du das meinst. Okay. Sind Brillantzwerge. Aus welchem Material sind sie behauen oder einfach aus dem Material des Berges hier? Aus dem Material, aus dem Fels herausgeschlagen, also schwarzes Gestein der Trollzacken. Sehr schön, sehr schön. Sicherlich 40 Schritt hoch. Sehe ich irgendwelche steinmetzlichen Besonderheiten? Wahrscheinlich nicht. Herausragend gearbeitet, wie alles, was die Zwerge tun. Oh. Bergische Handwerkskunst. Sind das Könige oder Berühmtheiten? Nein, ich würde sagen, das sind Zwergenkrieger, die eine ihre Passage gewährleisten wollen. Nun zumindest vierte Ikonen. Davon. Ich wünschte, eure Handwerker hätten dieselbe Kunstfertigkeit da reingelegt, auch hier mal eine an die Brücke zu bauen. Die Brücke ist zwar breit genug, aber sie ist sehr feucht und rutschig. Teilweise liegt hier auch noch Schnee, ziemlich alter Schnee noch, der hier dann auch sich schon abgelegt hat. Also dass hier schon seit langer Zeit die Zwerge nicht mehr dafür gesorgt haben, dass man hier unbeschadet hindurchgehen kann. Gib mir mal bitte eine Fahrzeuglenken- bzw. eine Reitenprobe. Aber kein Problem. Reicht das oder willst du einen Chip? Dein ist gelungen. Da brauche ich keinen Chip für. Ich weiß ja nicht, was du für erschwert, dass du jetzt nur aus dem Hut zauberst. Na, so eine Fahrzeuglenken-Probe brauche ich halt schon. Von egal wem, aber. Ich meine, das ist für den Streitwagen. Ich weiß nicht, wer jetzt den Karren will. Ich habe keine Fahrzeuglenken-Probe. Fahrzeuglenken. Oh Gott, dann mache ich das halt.
Ich meine, wenn du den Gaul führst, diesen Esel, dann ist es eine Abrichtenprobe. Hab ich auch nicht. Ja, warum hast du dann einen Karren? Weil sich sonst keiner für Knadugas verantwortlich fühlt. Komm, ich fahr das Ding. Ist auch unregelt. Ja, dann wabbel mir die Zügel aus der Hand und kann dann nach und nach vorsichtig über die Brücke übersetzen. So dass ihr dann nach und nach allesamt auf der anderen Seite wieder in den Berg fahren könnt. Ich will mir nochmal eine Sinnenschärfeprobe geben. Sicht? Sicht. Also gilt auch Beutags hier. Dämmerungssicht. Dämmerungssicht. Das war keine Doppel-1, ne? Das war eine 7. Das war eine 7, ja. Isarun, du kannst Fußspuren erkennen im Schnee. Zwergengroß. Okay, wo genau sind die und von wo führen sie nach wo? Von nach, also jeweils von links nach rechts und zurück. Also es ist nicht, vielleicht ist man in den Spuren getreten, aber es waren mehrere Spuren. Wartet. Was gibt es denn? Hier ist vor sehr kurzer Zeit jemand hergegangen. Schaut mal da vorne. Links hinter diesem komischen Felsen, der aussieht wie eine Nase, da sind Fußspuren. Im Schnee. Das heißt, das kann noch nicht lange her gewesen sein. Oh, das kann wirklich nicht lange her gewesen sein. Und ich meine, die Fußspuren wären etwas kleiner als Menschenfüße. Mach mal meinen Fuß direkt daneben. Zwergengroß. Sonntags bist du zufällig schon einmal hier vorbeigekommen. Ich erinnere mich nicht an diesen Weg, also nein. Ich meine so gerade eben. Glaube nicht, oder? Wir sollten wirklich mehr Ausschau halten. Ja, also wir sollten mehr Ausschau halten, aber nein, ich bin nicht hier vorbeigekommen, also nein. Ja, mit einem unguten Gefühl könnt ihr weiterreiten. Die Spuren verlaufen sich natürlich nach und nach, denn im Inneren des Berges gibt es kein Eis und kein Schnee. Nur noch der feuchte Regen, der euch dann wieder entlang weht und noch die letzten paar Meter dann begleitet. Aber dann wird es plötzlich wieder sehr warm und Boltax weiß wohl, dass ihr mittlerweile irgendwo am Altar des Feuers ankommen müsstet. Ah. Danach kommt der Altar der Felsen und der des Erzes. Aber diese warme Luft, die euch entgegenschlägt, deutet zumindest darauf, dass der Altar des Feuers nicht mehr weit ist. Oh, merkt ihr das? Ist warme Luft? Das liegt am Altar des Feuers, auf den wir wahrscheinlich zuhalten. Was verbrennt dort? Nun, es brennt eine heilige Flamme. Speist von was? Das ist in der Regel unterschiedlich. Ist das nicht so mit heiligen Flammen, dass sie nie gespeist werden müssen, sondern ewig brennen? Aber für gewöhnlich brennen sie auch nur, solange es Gläubige gibt. Gibt es ja. Nicht hier, oder? Wenn wir Zwergenspuren gefunden haben, spricht das doch gar für Zwerge. Ja, scheinbar gibt es hier noch Zwerge. Und etwas gibt es hier. Nach. Oh ja, wir lasst uns jedenfalls. Die Wärme ist aber auch besser als kalte Schnee. Lasst euch nicht am Ende von irgendetwas täuschen. Erinnert euch an den Quetzlinger. Der was? Okurian von Rabenmund. Ach so, der ausgesehen hat wie jemand anders. Ich erinnere mich. Mir war der Begriff nur eben entfallen. Ja, dann lasst uns doch auf zum Altar. So folgt ihr den Zwergenwegen. Und könnt dann auch Wandmosaike erkennen, die hier Angrosch zeigen. Teilweise Frauen, die er bei sich hatte. Vielleicht eine Darstellung der Herren Rondra als Zwergen? Und dann öffnet sich wieder einmal der Berg vor euch und ihr steht vor einem großen Tempel. Gewaltig groß. So groß wie die Ingrim-Tempel sonst wo, nur dass sie hier direkt in den Berg gehauen sind und darüber es wieder nur einen dunklen Himmel gibt und kein Gestein, was hier noch nach unten ragt. Die Glut, die hier lodert, wurde wohl vor längerem entzündet und glüht noch immer. Ich würde mich mal umschauen, ob es Spuren von zwergischer Verehrung gibt, die auf eine häufige Nutzung des Ortes hindeuten.
Ehemals, aber der wenige Silberstaub, der hier liegt, deutet wohl darauf hin, dass das ja, dass dieses Heiligtum wohl mittlerweile nicht mehr wirklich so frequentiert wird. Aber es gibt weitere Spuren. Jetzt war niemand sich darum gekümmert, dass der Silberstaub zur Seite geräumt wird oder Kristallstaub. Aber Spuren gibt es hier dennoch. Ja, ich würde mir die mal angucken. Zwergen groß, ebenso wie die, die ihr im Eis gefunden habt. Oh, er scheint wohl doch hin und wieder frequentiert zu sein, seht ihr? Ja, aber von wem? Also irgendwelche Zwerge müssen ja hier dann wohnen. Und wie lange ist es her? Fragt sich. Das kann ich nicht sagen. Jetzt nicht so versiert darauf, Spuren zu deuten. Hätten wir jetzt einen Elfen da, der könnte das bestimmt. Habt ihr nicht diesen Zauber? Was meint ihr? Ach, ja, mit dem ich in die Vergangenheit sehen kann. Sicherlich, aber punktuell kann ich nicht schauen. Es ist eher ein langer Prozess und der Zauber selbst ist recht lang und zeitaufwendig. Wenn wir so viel Zeit haben, würde ich ihn gerne wirken. Aber ich habe ja schon mal eine Schelte bekommen dafür, dass ich vorgeschlagen habe, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Okay. Ja, ihr habt recht. Nun, wollen wir vorbeiziehen am Tempel, oder? Wir sollten zumindest eine kurze Minute, dann auch vielleicht zwei, einlegen, den Herrn Angrosch für unser sicheres Geleit bisher danken und eine kleine Opfergabe hier lassen. Das kann sicherlich nicht schaden. Was möchtest du verbrennen? Habe ich noch etwas? Oh, ich weiß, was ich verbrennen könnte. Ich habe noch mein... Ja, das mache ich. Das ist eine schöne Idee. Ich habe noch meine hübsch gearbeitete Kerze von mir selbst, die ich... vor den namenlosen Tagen? ...mitbekommen habe von den Leuten vor den namenlosen Tagen. Genau, da habe ich eine selbst angefertigt, eine treue Kerze, die ist auch magisch. Die will ich aber nicht verbrennen, sondern ich will erstmal nur eine Kerze von mir selbst verbrennen. Das war eine schöne Idee. Ja, dann zünde ich die an und versinke im stillen Gebet und stehe dann irgendwann wieder auf. Die anderen derweil können erkennen, wie die Stirnseite des Altars wurde aus Mondsilber gefertigt. Unglaublich grazil. Also wenn man diesen Altar verkaufen könnte, da könnte man sich sicherlich eine Villa irgendwo kaufen. Scheint die Zwerge hier allerdings nicht zu kümmern, dass Mondsilber verbaut worden ist oder dass es hier rumsteht. Ich möchte mir gern nochmal die Wände anschauen, ob die hier aus dem gleichen Material gemacht sind, wie in den Wohnbereichen. Nee, sind sie nicht. Du kannst vor allem erkennen, dass es Gesteine aus aller Welt sind. Und sie alle sind gezeichnet mit Drachenbannrunen und Glyphen. Also eine unglaubliche Kunstfertigkeit, die dann hier Drachen aus aller Welt dann verbannt. So könnt ihr weiterziehen an weiteren Heiligtümern vorbei, die Boltax ebenso sehr fesseln, der Altar der Felsen, der Altar des Erzes, an anderen Heiligtümern, den Angrosch-Schächten, den Ahnenhallen, die ihr wohl auch schon beim Schlund mitbekommen habt, weitere Fugarien, Apotheken, Küchen, Brauereien, Backstuben, Vorratsräte und Speisesäle, ein großes Bad, an dem ihr vorbeikommt, auch Boltax möchte hier wieder verweilen und ihr treibt ihn zur Eile ein. Bis ihr dann vor einer großen, kunstfertigen, ein Portal stehen bleibt. Dieses Mal nicht aus Eisen, sondern aus Gold gegossen. Boltax weiß, dass dort hinter wohl der Thronsaal ist oder war. Die Tür ist verschlossen, es gäbe ein weiteres Rätsel. Ihr müsstet nicht hinein, aber ihr könntet, wenn ihr ein Rätsel löst. Zeig noch einmal das Rätsel, Boltax. Schaut einmal her. Können wir die Tür mitnehmen? Warum solltet ihr die Tür mitnehmen wollen? Die ist doch genau an der Stelle, an der sie zu sein hat. Hier ist das Rätsel, das man benötigt, um die Tür von dieser Seite aus zu öffnen. Ich denke, von der anderen Seite kann man sie viel leichter öffnen. Links und rechts neben der Tür könnt ihr weitere Zwergenkrieger erkennen. Wieder einmal 40 Schritt nach oben ragend. Die Tür nicht minder klein. Also die Tür ist unfassbar viel wert. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass es in dieser Mine nur Silber gibt und kein Gold, dann muss man sich eben überlegen, dass das Gold über weite Strecken transportiert wurde für
äonenlanger Zeit. Wenn ihr mir 5 Minuten gibt, kann ich das jetzt vielleicht lösen. Nun, das sieht doch... ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Die 5 Minuten haben wir bestimmt. Wie es aussieht, muss man 4 in einer Reihe und keiner darf gleich sein? Ich nehme denke, auch an, dass das... Nein. Dass die Lösung sein wird. In dem Fall... Aber ich denke, es müssen auch 4 in einer Spalte sein. Aber wie passen dann die Farben dort hinein? Vielleicht genau dasselbe. Es darf jede Farbe nur einmal pro Seite bzw. Spalte sein. Ja. Natürlich. Die angramschen Runen verraten, dass Zinarax, Sohn des Storax, sich nie gerne wiederholt. Ah. Also. Ich denke, es muss auf jeden Fall eine 1 sein. Ich denke, es muss eine 2 sein. Wenn hier eine 4 ist, ihr seht dann mal muss so. Da eine 2 hinkommen. Ihr seht dann mal dann so, kann in, dieser keine 2 sein. In dieser Reihe ist bereits eine 1. Da muss eine 4 hin. Ja. Da muss da eine 2 hin. Da muss da eine 1 hin. Würde ich auch unterstützen. Dort muss auf jeden Fall eine 1 vertreten sein. Ihr habt recht. Hier unten muss eine 1. Nur die Farben. Nun müssen wir die Farben ausschließen. Es ist selbstverständlich die blaue. Warum? Warum nicht? Nun, ihr sagt, es ist selbstverständlich die blaue. Ich verstehe es nicht. Erklärt es mir. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie kam ich darauf? Ist das überhaupt sichtbar? Nun, wenn hier dann gelb ist und hier dann violett ist. Dann ist dem Genüge getan. Ist es möglich, dass es 2 Antworten gibt? Nein, ich denke nicht. Nun, ich denke, wir müssen raten. Vielleicht ist einfach eins der Bilder abgeblättert. Ich würde sagen, folgen wir Isaruns Bauchgefühl und nehmen die Blau. Was können wir machen? Bauchgefühl. Falls es dann doch zu Problemen kommen sollte, wäre sicherlich ein anderer Weg durch die Tür hindurch. Winkere einmal. Ja, ich vertraue Isarun. Nehmen wir die Blaue 1. Ich tue es nicht gerne, aber gut. Nehmen wir die Blaue 1. Die Blaue 1 oder die Blaue 2? Stopp! Eins. Ja, wir haben festgestellt, hier muss eine 2 hin. Damit ist diese Reihe zu, was die 2 angeht. Das heißt, hier muss die 1 hin. Dann. Ja. Bitte nochmal, was hast du festgestellt? Moment. Es muss in jeder Spalte genau eine 2 sein. Und wollt ihr die Zahlen sonst reinschreiben? Meinetwegen, aber ich. Also wenn ihr mir einen Moment gebt, ich habe schon mal etwas aufgezeichnet. Nee, wir hatten, ich glaube, wir hatten einen Denkfehler. Hier muss eine 2 rein. Muss eine 4 rein. Hier muss eine 4 rein. Ja. Könnt ihr auch verschieben. Da kommt 4 hin, da kommt 2 hin. Kommt hier eine 2 hin, genau. Dann kommt hier auch eine 2 hin. Dann muss hier eine 2 hin. Was ist denn mit der mittleren? Wie mit der mittleren? Ja, okay, weil eben sagtest du, da muss eine 1 rein und jetzt ist plötzlich die 2. Was macht der mit der mittleren Reihe? Ja, weil wir blöd sind. Also hier muss eine 3 rein. Ja, genau. Weil euch eine 3 noch fehlt, aber die kann nicht nach unten, weil unten schon eine 3 liegt. Muss hier eine 1 sein und hier eine 1. Gut, weil das Sagtet ihr wollt die 1 drücken. Wartet, pass auf. Wenn hier die 2 hin muss, in dieser Zelle ist schon blau, das heißt, diese 2 muss auf jeden Fall rot sein. Das heißt, diese 2 hier muss blau sein. Ja, aber das ist ziemlicher Quatsch, weil an der Zeile schon was Rotes ist. Das kann also nicht daran liegen. Verfluchter Mist. Nee, also ich denke nicht, dass... Also die Zahlen sind schon richtig, jetzt müssen wir nur noch über die Farben uns... Offensichtlich ist eine Farbe pro Reihe falsch. Naja, vielleicht geht es darum, dass alle Farben im Gleichgewicht vorkommen. Also jede, viermal. Aber dann ist es egal. Jede Farbe soll einmal vorkommen, ja, wahrscheinlich. Wie kommt ihr darauf, dass jede Farbe muss in jeder Reihe einmal vorkommen? Nun, weil es bis jetzt jede Farbe nur in einer Reihe und einer Spalte einmal vorkommt. Ja, genau. Zumindest in denen, die halt schon vollständig ausgefüllt sind. Ach, können wir die Tür nicht einfach reinschlagen? Ich kann auch einfach... Drücken wir die blaue 2, wenn... Das muss doch im Grunde folgendermaßen funktionieren. Die oberste Reihe ist hier rot, da blau. Dann muss sie hier gelb sein und dort lila.